Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute erklären, wie berechnet man das arithmetische Mittel, die Varianz und die Standardabweichung. Wenn ihr so eine Aufgabe habt, müsst ihr zuerst immer irgendeine Art von Datensatz haben. Die Datensätze sind dann meistens in irgendeiner Art von Tabellenform. Das Beispiel, was wir uns jetzt hier angucken, ist ein kleines Beispiel, aber es geht für größere Tabellen, macht ihr im Prinzip genau das Gleiche. Also hier haben wir jetzt verschiedene Katzen gewogen und uns die Gewichte der einzelnen Katzen notiert. Und daraus sollen wir jetzt diese Kennwerte da oben berechnen. Wenn ihr euch die Werte hier anguckt, gibt es eine kleine Falle und ich würde meine Schüler immer gerne darauf hinweisen. Das Wichtige ist nämlich, bevor ihr überhaupt anfangt, mit dem Datensatz irgendwas zu rechnen, müsst ihr gucken, dass die Datensätze, wenn da Einheiten drin sind, die alle auf den gleichen Einheiten sind. Und hier ist es im Endeffekt so, dass Chiara in Gramm gewogen wurde und die anderen halt in Kilogramm. Also wäre es jetzt im Endeffekt ziemlich schlau, wenn wir erstmal hingehen und das jetzt im Endeffekt anpassen. Also Chiara, 7000 Gramm sind 7 Kilogramm. Behaltet das bitte immer im Hinterkopf, bevor ihr damit anfangt. Was wir jetzt machen wollen als erstes ist das arithmetische Mittel auszurechnen. Umgangssprachlich kann man sich das so merken: Wir addieren alle Werte, die hier gewogen wurden, und teilen das durch die Anzahl der Werte. Also ist es vielleicht auch ganz schlau am Anfang, wenn es noch nicht komplett klar ist, sich vor Augen zu führen, was hier die Anzahl der Werte ist. Die Anzahl der Werte wird normalerweise in der Literatur mit n bezeichnet. Und hier ist n im Endeffekt 1, 2, 3, 4. Vier Katzen haben wir gewogen. Also haben wir vier Werte. Was wir jetzt hier im Endeffekt machen müssen, ist, um das arithmetische Mittel zu berechnen. Übrigens, das Abkürzungssymbol für arithmetisches Mittel ist häufig so ein x mit einem Strich oben drüber. Das bedeutet dann im Endeffekt arithmetisches Mittel. Oder man nennt das auch den Mittelwert. Das ist eine andere Vokabel. Was wir jetzt hier im Endeffekt rechnen müssen, ist diese Werte addieren. Also 3 plus 5 plus 1 plus, Achtung, den angepassten Wert ist plus 7. Und das Ganze müssen wir jetzt im Endeffekt teilen durch die Anzahl der Werte. Die Anzahl der Werte hier war 4. Wenn wir das obere jetzt zusammenrechnen, sind 7, 8, 13, 16, sind 16 geteilt durch 4. Und dann ist 16 geteilt durch 4 ist 4. Und das bedeutet, dass das arithmetische Mittel oder der Mittelwert hier 4 ist. Das muss nicht übrigens nicht immer ein glatter Wert sein. Ich habe jetzt hier ein Beispiel gewählt mit glatten Werten. Das könnte aber auch im Endeffekt irgendeine Kommazahl sein. Wichtig ist jetzt aber zur Fehlerkontrolle, dieser Wert muss irgendwo liegen zwischen dem kleinsten und dem größten Wert. Also der kleinste Wert hier ist 1, der größte Wert ist 7, das liegt irgendwie irgendwo dazwischen, also ist das in Ordnung. Warum sage ich euch das? Angenommen, ihr hättet jetzt als Wert 50 rausbekommen. Das kann aber nicht sein, dass da 50 rauskommt, weil der größte Wert ist 7 und wir wissen ja, dass das arithmetische Mittel irgendwo zwischen dem kleinsten und dem größten liegen muss. Also zur Fehlerkontrolle ist es ganz gut, das im Hinterkopf zu wissen. Also noch einmal basic zusammengefasst: Für das arithmetische Mittel rechne alle Werte mit Plus zusammen und teile das Ergebnis durch die Anzahl der Werte. Als nächstes wollen wir jetzt die sogenannte Varianz bestimmen. Und ich habe hier oben nochmal hingeschrieben, was wir dafür alles brauchen. Wichtig ist nämlich die Tatsache, dass ich das alles in einer speziellen Reihenfolge mache, weil um die Varianz zu bestimmen, braucht man zuerst das arithmetische Mittel. Sprich, wenn ihr das nicht habt, braucht ihr die Varianz auch nicht machen. Warum ist das so? Weil in der Formel für die Varianz dieser grüne Wert mit vorkommt. Ich erkläre wieder zuerst ein paar Notationen und Schreibweisen. Die Varianz wird manchmal auch damit abgekürzt, also VAR für Varianz, oder man schreibt dann etwas hässlicher dieses komische Symbol hier.
Egal wie rum, nicht schreiend wegrennen, nur dass ihr wisst, dieses Zeichen bedeutet, machen Sie die Varianz. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man mit diesen Daten dann vorgehen muss. Also wir nehmen den ersten Wert in der Tabelle, das ist eine 3. Davon ziehen wir den grünen Wert ab, das arithmetische Mittel. Und dann wird das Ganze in Klammern quadriert. Plus der nächste Wert, das ist hier die 5 minus dem arithmetischen Mittel. Wieder Klammer zu, quadriert. Plus nächster Wert, 1 minus dem grünen Wert wieder. Quadriert. Plus der letzte und Achtung, nehmt bitte wieder den angepassten. 7 minus 4 und Klammern quadriert. Und jetzt teilen wir diesen ganzen Kladderadatsch durch die Anzahl der Werte. Was war bei uns nochmal die Anzahl der Werte? Okay, das war ja hier geteilt durch 4. Das ist jetzt das generelle Vorgehen. Natürlich müssen wir jetzt auch hingehen und das Ganze noch so ein bisschen ausrechnen. Hier gibt es ein paar Kleinigkeiten, die man halt mitbedenken muss und ich gehe da auch gerne nochmal kurz drauf ein. 3 minus 4 ist ja, Achtung, minus 1. Und jetzt müssen wir dran denken, wenn wir hier quasi minus 1 Quadrat haben, dann wird das Ganze nämlich positiv. Das ist auch übrigens der Sinn von diesen ganzen Quadraten. Warum? Weil, merke, eine Varianz kann nicht negativ sein. Weil dadurch, dass wir es immer quadrieren, wird es eh immer positiv werden. Also sprich, wenn ihr das Ganze ausgerechnet habt, und es wäre was Negatives rausgekommen, dann wisst ihr, dass ihr Scheiße gebaut habt. Dann könnt ihr das nämlich korrigieren. Das sind minus 3 zum Quadrat und das sind 3 zum Quadrat. Dann können wir im Endeffekt sagen, minus 1 zum Quadrat ist plus 1. Dann nochmal plus 1. Dann hier minus 3 zum Quadrat, minus 3 mal minus 3 sind plus 9. Und hier nochmal plus 9. Wir vergessen natürlich nicht den Bruchstrich, wir sind ja keine Anfänger, geteilt durch 4. Dann haben wir im Endeffekt hier 10 plus 10 sind 20. Also haben wir im Endeffekt dann 20 geteilt durch 4. Und damit hätten wir jetzt hier eine Varianz von 5. Wohl angemerkt, ich habe jetzt hier Beispiele, Einführungsbeispiele gewählt, die mit glatten Zahlen rauskommen. Natürlich können es auch später Kommazahlen oder krumme Zahlen sein. Jetzt haben wir all diese Werte erstmal zusammen. Und jetzt fehlt uns noch zu guter Letzt die Standardabweichung. Die Standardabweichung ist sogar relativ tief gesehen die einfachste, weil die Standardabweichung ist die Wurzel der Varianz. Was bedeutet das? Gut, die Varianz war 5, dann ist die Standardabweichung, jetzt haltet euch fest, die Wurzel von 5. Gucken uns erstmal konkret nochmal ein paar Schreibweisen an, die man vielleicht dazu kennenlernt. Manchmal schreibt man für die Standardabweichung auch das hier. Oder man verwendet dieses Zeichen. Achtung, die Varianz war zum Vergleich das gleiche Zeichen mit einem Quadrat hinten dran. Und jetzt war im Endeffekt die Varianz bei uns 5. Dann ist die Standardabweichung schlicht und ergreifend die Wurzel von 5. Wenn ihr eh in einer Klausur seid, wo ihr keinen Taschenrechner habt und ihr könnt die Wurzel nicht glatt ziehen, dann lasst die Wurzel einfach stehen. Dann wäre die Sache nämlich hiermit auch schon gegessen. Schlussendlich haben wir von unserem Datensatz jetzt alles ausgerechnet. Wir wissen das arithmetische Mittel, wir wissen die Varianz und wir wissen die Standardabweichung hiervon. Zusammenfassend oder noch einmal zur Wiederholung, ihr müsst wirklich auf die Rechenreihenfolge achten, weil zuerst wird der Mittelwert berechnet. Mit dem Mittelwert können wir die Varianz berechnen und erst dann können wir die Standardabweichung machen. Warum erkläre ich euch das? Wenn in der Klausur halt zum Beispiel nur verlangt ist, dass ihr nur die Standardabweichung machen müsst,
Ja gut, ist dumm gelaufen, dann müsst ihr aber trotzdem die beiden Sachen davor machen, sonst kommt ihr an den letzten Wert nämlich nicht ran. Wie immer an der Stelle hoffe ich, dass das Video für dich hilfreich war und du was lernen konntest. Das habe ich gerne gemacht. Wenn du vielleicht jemanden kennst, der gerade am gleichen Problem hockt wie du auch und dem das hilfreich sein könnte, kannst du das Video auch wirklich gerne teilen. Wenn du Lust hast, noch ein bisschen mehr zu lernen, habe ich dir hier oben noch ein weiteres Video verlinkt, wo du gucken kannst. Oder wenn du das toll findest, was du machst und Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Und wie immer, bleib am Ball, glaub an dich, du kannst das alles.